Heads shall prevail. Warte, wenn ich mich hierhin bewege, komme ich an Narf ran. Nein, das heißt, ich habe mich sehr, sehr schön nicht clever bewegt. Ich sehe aber, was ich machen kann. Ich kann einen heilenden Kreis hier hinsetzen. Vor allem, Gela hat gerade gesagt, my growth is plain to see. Und mein Kopf irgendwie so, aus irgendeinem Grund, mein Wachstum ist Flugzeug zu sehen. Und ich denke mir so, danke Gehirn. Danke. Sie kriegt ja einen FP-Boost, wenn sie jemanden killt. Also, machen wir das mal. We will make our ideals. Aha. Looks like I'm up. Reicht da ja nicht ganz. I'm only getting started. Aber der alte Mann da mit seinem Bogen kann die Gegner noch gut abfacken. Oh, der will ihn runterstoßen. Ja. Apropos Leute, die andere Leute abfacken können. Jens. Kann ich hierhin eine Schleuderfalle setzen? This is my way of doing things. Damit die schön wieder zurückgeschleudert werden, so, falls sie auf die Idee kommen, da hinzugehen. Oh, stimmt, der halt. Sein Healing ist ja echt nicht viel Mist. Dem aber auch eigentlich nicht für so eine Nebenmission eine große LP-Pastille geben, um ehrlich zu sein. You won't beat me. Was ich interessant finde, die Gegner haben sich komplett hier aus diesem Bereich verzogen, aus diesem mittleren Bereich. Oh. Ich habe schon mal Clevereres in meinem Leben gemacht. Muss ich leider zugeben. It's not over yet. Okay, jetzt muss ich mir die Reihenfolge mal angucken, da unten. Ich habe eigentlich keinen Bock, dass Roland hier jetzt gleich gekillt wird. Als nächstes ist der Typ dran, der kann noch nichts machen, aber Medina ist dran. Medina kann ihm halt ein Item zuwerfen, das wäre halt schon stark. I'll try this. Dann machen wir das doch so. For the greater good. Ah, warte doch. War gerade so, hä, wieso kann sie nicht werfen? Also, klar kann sie werfen, nur hatte das gerade einfach nicht mehr auf dem Schirm. Hier ist nochmal genau richtig funktioniert. Oh. Let us pry out their weakness. Benedikt wird sich erstmal hier einfach im Hintergrund halten, denke ich. From where shall we strike? Die Sache ist, jetzt oder nie ist halt so stark. Ich finde schon, dass man da, dass man das schon, dass man da schon mal drauf sparen kann, auf jeden Fall. So, ich glaube, hier ist Medina gerade low, wenn ich Richtung gucke. Ah, Archibald ist auch sehr low. Kriege ich nicht beide in eins rein? Ja, dann wird es wohl okay, dann muss ich mich aber tatsächlich bewegen, damit ich Archibald heilen kann. I'm planning on a long, long life. Interessant, die ziehen sich jetzt zurück.
Der wird wahrscheinlich ein Stück nach vorne gehen, um irgendwie mit dem Bogen einen abzuschießen. Apropos irgendwen mit einem Bogen abschießen. Hab gehört, das machen wir jetzt auch. Und muss sagen, Bogenschütze, was du da machst, ne? Bin ich schon dreist. Muss ich jetzt doch schon mal so sagen. Mir egal, ob du dagegen resistent bist. Du kriegst jetzt trotzdem Feuer ab. Na gut, Narf wird sich wohl einfach hier hinstellen. Warten, bis seine FP regeneriert, versteckt sich hinterm Baum. Ihm einfach mehr Damage gemacht habe als er mir. Ich liebe es. Jens stellt sich hier hin, in der Hoffnung, dass irgendwer in die Falle tappt. Schade, der zieht dich zurück. Sehr, sehr schade. Die Leute hier haben sich leider echt clever hier positioniert, muss ich sagen. Oh, warte mal. Ich weiß, was ich mit Roland mache. Der Bogenschütze denke ich auch. Ha, hier stehe ich sicher, hier kann mir nichts passieren. Aus Wolford sagt nein. Die buffen sich einfach, aber die nehmen keine gute Position ein. Haben anscheinend keine Lust drauf. This one's for me. There is no mercy on the battlefield. Bin gerade am Überlegen. Auch Bollwerk auf Erebor ist eigentlich immer eine gute Sache. We'll get him yet. For the future of House Wolford. Oh, da kann Narf eigentlich gleich schön einen Zauber reinballern. Die stehen da echt schön dafür. Muss ich schon sagen. Und wir lassen mal das Schwert hier kreisen. Auch wenn Sonor da jetzt super offensiv steht damit, aber... Dann ist es eben so. Shall we begin? Oh mein Gott, Gela steht ja wirklich noch da ganz hinten. Das passiert, wenn man den Heiler zu passiv dahinstellt. Leider kann Frederica gerade auch nicht so viel machen. Ja doch, sie kann die Barrikade boxen. Mit ihrem Buch. Das ist ein ziemlich heftiges Buch. Ich meine, das Buch hat gerade 40% der Barrikade kaputt gemacht. Was war denn das? Was war das? Eine gebundene Version von allen drei Herr der Ringe Büchern oder was? Weiß. Nee, ich kaufe ihn im Feuer, oder? Wind, ja, gut, mit Wind kann ich hier nichts anfangen. Blitz würde halt den Schwertkämpfer killen. Feuer kann halt beide gut ankokeln. Oh, warte, jetzt hab ich dann Feuerfeld kreiert. Ah, nicht das cleverste auf der Welt. Na, egal. Setzen wir hier eine Schleuderfalle hin. Keine Ahnung, wie Jens sie so weit werfen kann, aber...
Ich nehm's. Boah, ich hätte hier die Ernst theoretisch auch einfach Leitern machen lassen können. Er hat sich gerade effektiv mit seinem Angriff selbst getötet. Respekt dafür. Muss man schon so sagen. Man kann da leider niemanden provozieren. Schade, schade aber auch. Ich habe nur eine Sorge, dass Saranoa da vielleicht ein bisschen blöd steht. Aber wenn der halt stirbt, ist die Mission vorbei. Na, wozu haben wir denn unsere Medizinwerfer? Nur damit sie nicht an ihn rankommt. Ja gut. Hier you go. Thank you. Here you go. Thank you. Das war gerade wirklich so ein Moment. Wozu haben wir die denn? Anscheinend nicht dafür. I see a path to victory. Jetzt oder nie auf. Ja, komm, nehmen wir Medina wieder. There is always a way. Dann kann sie halt jetzt auch Saranoa vernünftig heilen. Count on me. Here you go. This will help. Weil wenn der absolut unbedingt überleben muss, so low ist, sitzt man auch da und denkt sich. Jetzt, komm, mach das, was ich denke, was du. Langweilig. Wieso ist er nicht in die Falle von Jens reingelaufen? Ich hätte es witzig gefunden. Okay. Man muss also sagen, ich finde es immer witzig, wenn irgendjemand in die Fallen von Jens läuft. Soll ich sie vielleicht ein bisschen Nee, ich will sie nicht so provozieren. Perish. I fight for peace. Obwohl, da kann sie auch hier stehen, um dem mit den Flammenfesseln eins reinzuwürgen. Ist halt blöd, dass die Soldaten hier alle feuerresistent sind, aber. Wie man ja merkt, sie kriegt trotzdem ein bisschen was hin, also so ist ja nicht. Ich finde es super, wie Archibald hier einfach seinen kompletten Alleingang geht. Die ganze Zeit. Und vor allem immer dieselbe königliche Wache mit Pfeilen beschießt. Über auch den alten Mann mit dem Bogen einfach angreift. Einfach vom alten Mann mit dem Bogen wegläuft. Wo auch da sitzt und denkst, okay. Komm, jetzt habt ihr noch so provoziert. Damit, wo ich Jens hingestellt habe, da muss doch jetzt einer in den Nahkampf gehen wollen, oder? Oder? Warum? Ja, stimmt, die Barrikade da kaputt machen, ist vermutlich nicht die schlechteste Idee. Zwei. Der rennt einfach immer noch. Vor Archibald weg. Oh, no. Count on me. Medina stellt sich wieder auf eine typische Medina-Position, nur um Saranoa direkt neben ihr zu bedienen. For the people. Naja, egal. Komm schon. Ach, das was. Ach, wieso zieht er sich zurück? Wie langweilig. Cool head.
So, hier können wir auf jeden Fall einen sehr guten heilenden Kreis setzen. Nice. Nice, nice. So, so. Time for some sorcery. Wirbelwind, na. Das kann man doch gut machen. Ich meine, muss ja einen Grund haben, dass ich mein Blitzdamage gebufft habe. Oh, er ist auch noch gelähmt. Nice. Ich nehm's. I won't lose. Was das Interessante... Oh ne, warte, ich habe das falsch angesetzt. Ich stehe halt auch gerade perfekt hierfür, ne? My lance strikes true. I must remain calm. Komm, die Schleuderfalle wird doch jetzt aber auslösen, oder? Das Einzige, wozu Jens halt bis jetzt gut war, war anderen Leuten Flanking zu ermöglichen. Hm. First things first. Nice, nice. You won't beat me. Eigentlich ja, hätte Erador jetzt da hochgeschickt, aber nächste Runde. Weil irgendwie bringt es halt auch nicht so mega viel, den Gelähmten zu heilen, aber ich nehm's. Genauso wie ich nehme, dass sie einfach die Barrikade mit dem Messer angreift, weil das mit das Beste ist, was sie gerade tun kann. Und dafür, wenn Erodor da oben ist, kann man schon mal den Buff haben. Er hat den Schatz aufgenommen, was soll das? Cool heads shall prevail. Weather Weaker oder sie selbst? Sie selbst steht eigentlich viel gefährlicher. Aber irgendwie ist auch interessant, dass sie, wenn sie selbst heilt, auch Allow Me sagt. So nach dem Motto. Darf ich mich heilen? Ja, ich darf das. Okay. Ich lasse Leute jetzt einfach diese Barrikaden wegboxen. Rob Narf kann sich mal da hinten um das Item kümmern. Oh ne, der müsste eigentlich mal wieder was machen. Der kümmert sich nicht da hinten um das Item. Roland kann den Magier dann nicht erreichen. Okay. Dann bewege ich ihn trotzdem hier hin. Man kann ja Archibald hier nicht alleine lassen. Oder Jens. Ja doch, Jens geht hier hin. Nimmt sich das Item und haut mit dem Hammer einmal hier drauf aus Frustration, dass hier hinten nichts ist, außer dieses Item. Klingt gut, ne? Klingt gut. I'll take you on. Kann den Heiler provozieren. Das heißt, er wird dann nicht mehr heilen, sondern ist zornig. Das heißt, er wird Erodor dann sehr wahrscheinlich angreifen.
Ja, wenn die Leute nichts zu tun haben, boxen sie einfach Barrikaden weg. Alles bringt Erfahrung. Ja, natürlich jetzt, wo Eldor da steht, dann, dann läuft einer in die Schleuderfalle. Es war mal wieder klar. Stay composed. Es war mal wieder so klar. I'll show you what I can do. Kann auf jeden Fall die Gegner nerven. Versteht ihr, weil er nerv heißt? Okay. Ich bin ruhig. Wäre ein bisschen blöd in meinem Stream ruhig zu sein, aber naja. Habe ich mit diesem Kommentar selbst eingebaut. Mehr oder weniger. Ach ja, der Heiler. Kaum mal erledigen, würde ich sagen. Weiß gar nicht, ob Frederick überhaupt hier hoch gehen kann, aber Versuch ist es wert, würde ich sagen. Wiedertritt. Dann würde ich ihn praktisch in die Burgmauer reinjoinken. Nein, gibt auch Schlimmeres als das, aber trotzdem. Oh nein, er ist mit dem Baum zusammengestoßen. Wie furchtbar. Wahrscheinlich da oben passt es, würde sehr gut mit den Schleuderfallen passen. Komm schon, geh ein Feld nach vorne, Bogenschütze. Mensch, Archibald hier hinstellen. Nee, kann er auch nichts machen. Das heißt, er wird diese Barrikade anschießen. Die er nicht mal wirklich komplett kaputt bekommt. Ich bin waiting for this. I'll do my utmost. Oh mein Gott. Merk grad wieder. Ich wollte sagen, dass Nisa kommt. Wie auf Stichwort. You've done it now. There is no mercy on the battlefield. Ah. Oh, komm, gib Benedikt mal ein bisschen Verteidigung. Ich habe sogar noch eine witzige Benedikt sagt schon Eldor. Ich habe noch eine witzige Idee, was ich mit Eldor mache. Ich weiß gar nicht, ob das so funktioniert, aber ich werde es zumindest mal probieren. Ich habe nämlich vor, einen in die Schleuderfalle reinzurammen. Ich weiß nicht, ob das wirklich geht, aber sowas habe ich in der Regel bei sowas nicht abgehalten, das trotzdem zu probieren, also. Werden wir mal sehen, ob das klappt. Sache ist, der Gegner ist jetzt so low, dass es vielleicht deswegen nicht klappen könnte. Naja, ich glaube, wie gesagt, er ist zu low und ich brauche das Item, also lasse ich es, glaube ich, dann doch jetzt. Oh, Medina bekommt den Last Hit. Okay, eigentlich Rowland, aber lassen wir das. Medina kriegt so selten den Last Hit. Dann lassen wir ihr das mal, würde ich sagen. Das sind einige Materialien auf jeden Fall. Einige, mit denen man arbeiten kann auch.
Gucken wir mal, was Jens dazu zu sagen hat. Ja, da ist derselbe Jens, der Schmied, den wir gerade, mit dem wir gerade gekämpft haben. Oh, wollte eigentlich mit Archibald reden. Ja, mit dem haben wir gerade auch gekämpft. Wir holen uns jetzt erstmal einen weiteren Trumpfpunkt. Und deswegen sind wir gar nicht hier. Wir wollten noch jemanden befördern. Der Chat ist immer noch nicht befördert? Oh. Ich guck halt mal, wie viel das bringt, wenn wir Zono zum Schwertmeister machen. Zum Glück haben wir da ja die einzelnen Fähigkeiten dazu. Komm, geteiltes Leid. Na, nicht sehr überzeugend. Schön Wetterläufer. Ah, nicht sehr überzeugend. Und er? Na? Ah, dafür brauchen wir Level 22. Haben wir mit ihr aber noch nicht. Hier auch. Brauchen wir 23. Hier brauchen wir 24. 27. Ich leite aus dem Nichts 2. Ah. Wisst ihr, ich muss die Ehrenauszeichnung der Ehren jetzt noch nicht benutzen. Ich glaube, das ist eine Sache, die sollte wohl überlegt sein. Dementsprechend lassen wir das jetzt auch erstmal. Schauen, was wir hier jetzt noch verbessern können bei den jeweiligen Charakteren. Erstmal. Vielleicht auch, ob irgendwer hier eine Bedingung hat. Die Person noch erfüllen muss auf Stufe 1, um dann später auf Stufe 2 stärker zu sein. Zum Beispiel hier. Solche Sachen sollten Vorrang haben. Oder hier. So, dann haben wir... Quarantine hat noch gar nichts auf Stufe 2. Das hat auch irgendwie blöd. Werden wir doch gleich mal ändern, oder? Hören wir mal die Waffenstärke von ihm. Können wir immer noch bei Ana was machen? Bei Gela... Hören wir mal bei ihr die physische Abwehr. Können wir immer noch bei Arne und Saranoa was machen? Okay, interessant. Den Schaden der drohenden Klinge erhöht die Reichweite von Falkensturz um ein Feld. Machen wir erstmal das bei Arne. Präzision, ja gut, ist bei ihr halt enorm wichtig, glaube ich. Und hier lassen wir das, glaube ich, erstmal. Müssen ja auch noch unsere Healing-Items wieder auffüllen. Das geht ja auch nicht von allein. Jetzt haben wir genau 0 Geld. Wow. Aber wir haben ordentlich in unser Team investiert. Und ich glaube, das wird man jetzt auch gleich merken. Da bin ich mir eigentlich recht sicher. Wir haben auch noch eine Charakter-Episode. Nav spricht mit Gela über ihre Heimat Heisen und seinen Großvater Fuandante. Das ist immer wieder dieses wunderschöne Theme. That should do it. You should be able to use that arm just fine in no time. Oh. Many thanks, lad. You truly are a talented one. My apologies for treating you like an intruder the other day. Das ist aber schon eine Weile her, nicht the other day. If you need anything else, I'm more than happy to help. Hm.
Your magic never ceases to amaze. Did you learn everything from your grandfather? You bet I did. The Archmage Grandante taught me everything I know. Das ist so der Typ, von dem niemand gehört hat, wenn ich richtig im Kopf habe. There's something I've been meaning to ask you, Narv. Ask away. I was in Hyzand for a short time, studying at the Ministry. No doubt you know it's considered the greatest authority in this world when it comes to matters arcane. Na ja, gut, ja, kann man schon so sagen, denke ich. From records of magically enhanced soldiers to technical tomes and much, much more. Their chronicles on the history of magic, too, were the most comprehensive in our realm. And yet, I do not recall seeing even a single mention of a mage named Grandante. Ah, das ist schon merkwürdig. One would think the achievements of such a powerful sorcerer would be recorded somewhere. Oh, was hat jetzt zu sagen? Those awful Byzantians. Truly, they have no shame. Narv? The chronicles you speak of? In truth, they were written by my grandfather's own hand. Oh. What? But then why is he not credited by name? He refused to do the research the former Hierophant ordered of him, and was branded a heretic and unbeliever. Oh. They erased his name and achievements from the records, and made it like he never existed at all. He was then banished from the city and died in exile. His name all but forgotten. It's all their fault. No one knows of the Archmage Grandante. I had no idea. These robes I wear were once his. They're the only remaining proof that he once walked this realm. Das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Everywhere you go. I promised myself I would make the Archmage Grandante's name known around the world. So I'm going to work harder than I've ever worked before. Until all in the realm know his story. And in the process, I'll become the greatest mage this world has ever seen. Bescheiden ist er schon mal nicht. Ich glaube, das kann man so sagen. Thanks, Gila. Just you watch, Grandfather. I'm going to make you proud. Wieso frage ich mich gerade, ob das alles tatsächlich auch so wahr ist, erzählt. Irgendwie will ich das nicht denken, aber irgendwie komme ich nicht drum herum, das zu denken, wisst ihr? Wie gesagt, es tut mir wirklich irgendwo auch leid. Aber, naja. Was soll man machen?